Danida. Nein, ich singe nicht. Schönen guten Abend. So, noch ein bisschen pegeln hier. Bin mir da noch nicht ganz sicher. So, irgendwie. Ja, willkommen am Abend. Der Abend ist rum. Gleich geht's ins Bett. Morgen wartet wieder ein neuer Tag. Was denn? Ja. Du kannst nichts dafür, wenn du laut loslachst. Ja. Dann lach doch. Kannst du ruhig lachen? Ist ja nicht verboten. So, ich habe heute ein anderes Märchen rausgesucht. Hab eben auch nochmal rumgelesen, von wegen, ob man überhaupt hier rumlesen darf und so weiter. Ja, gibt halt ein paar Sachen, wo man drauf achten muss. Und dann ist das nicht das Riesenproblem. Man kann natürlich nicht alles vorlesen, aber da gibt es genug Zeug, was man da machen kann. So, reicht mir das? Ich hoffe, es gleich hinkriegen, das ist irgendwie ohne Punkt und Komma hier. Genau, oh Gott. Und wir werden mal sehen. Auch muss ich mal schauen, also allabendlich werde ich das nicht machen. Ist die Frage, wann das angebracht ist. Aber Freitagabend glaube ich nicht. Freitagsabends ist das sinnlos. Freitagabends willst du Party machen. Genauso wie Samstagabend. Das ist entweder was so, ja, weiß ich nicht. Donnerstag? Ja, ich weiß nicht. Ja, für so einen Donnerstag halt, ne? Nochmal runterkommen vom Wochenende. Ach, die scheiß Woche, ey. Ja, das ist kacke. Da lachst du. Du hast gesagt, ich darf lachen. Ja, natürlich darfst du lachen. Ja, also, lass mich lachen. Bis in einem Handtag. Schlagbeit, Nabend, geiles Lagerfeuer. Ja. Setz dich ran. Da ist noch Platz am Baumstamm. Ja, genau. Also, kleine Märchenlesestunde, ein bisschen runterkommen von der Woche, vom Tag. Neues Format hier auf diesem Kanal. Wunderbar. Gucken, wie es so ankommt. Einige finden es immer ganz toll, aber man muss natürlich immer die Zeit finden. Auch andere sind noch am Abend am Arbeiten. Die müssen sich dann leider mit dem VOD begnügen, was auch fleißig getan wird, was ich gesehen habe. Und, jo. Dann wollen wir jetzt mal schauen. So. Heute Abend. Die drei Hunde. Von Ludwig Bechstein. Aus dem deutschen Märchenbuch von 1847. Ein Schäfer hinterließ seinen beiden Kindern, einem Sohn und einer Tochter, nichts als drei Schafe und ein Häuschen und sprach auf seinem Totenbett: Teilt euch geschwisterlich darein, dass nicht Hadert und Zank zwischen euch entstehe. Als der Schäfer nun gestorben war, fragte der Bruder die Schwester, welches sie lieber wolle, die Schafe oder das Häuschen. Und als sie das Häuschen wählte, sagte er: So nehme ich die Schafe und gehe in die weite Welt. Es hat schon so mancher sein Glück gefunden und ich bin ein Sonntagskind. Er ging daraufhin mit seinem Erbteil fort, das Glück wollte ihm jedoch lange nicht begegnen. Einst saß er recht verdrießlich an einer Kreuzung, ungewiss, wohin er sich wenden wollte. Auf einmal sah er einen Mann neben sich, der hatte drei starke schwarze Hunde, von denen der eine immer größer als der andere war. »Ei, junger Gesell«, sagte der Mann, »ihr habt da drei schöne Schafe. Wisst ihr was? Gebt mir die Schafe, ich will euch meine Hunde dafür geben.« Trotz seiner Traurigkeit musste jener lachen. »Was soll ich mit euren Hunden tun?«, fragte er. »Meine Schafe ernähren sich selbst, die Hunde aber wollen gefüttert sein.« »Meine Hunde?
Sie sind absonderlich Art, antwortet der Fremde. Sie ernähren euch statt ihr sie und werdet euer Glück machen. Der Kleinere da heißt bring Speisen, der Zweite zerreißen und der Große Starke bricht Stahl und Eisen. Der Schäfer ließ sich endlich beschwatzen und gab seine Schafe hin. Um die Eigenschaft seiner Hunde zu prüfen, sprach er, bring Speisen. Und alsbald lief der eine Hund fort und kam zurück mit einem großen Korb voller herrlicher Speisen. Den Schäfer erraunte nun das Tausch nicht. Er ließ sich wohl sein und zog lange im Lande umher. Einst begegnete ihm ein Wagen mit zwei Pferden gespannt und ganz im schwarzen Trauerflor behangen. Selbst die Pferde waren mit schwarzen Decken bekleidet und auch der Kutscher war schwarz angetan. In dem Wagen saß ein wunderschönes Mädchen in einem schwarzen Gewand, das weinte bitterlich. Die Pferde trabten traurig und langsam und hingen die Köpfe. »Kutscher, was bedeutet das?« fragte der Schäfer. Der Kutscher antwortete unwirsch, jener aber ließ nicht nachzufragen, bis der Kutscher erzählte, es hause ein großer Drache in der Gegend. Dem habe man, um sich vor seinen Verwüstungen zu sichern, eine Jungfrau als jährlichen Tribut versprochen müssen, die er mit Haut und Haaren verschlinge. Das Los entscheide allemal unter den 14-jährigen Jungfrauen, und dieses Mal habe es die Königstochter getroffen. Darüber sei der König und das ganze Land in tiefster Betrübnis, und doch müsste der Drache sein Opfer erhalten. Der Schäfer fühlte Mitleid mit dem jungen, schönen Mädchen und folgte dem Wagen. Dieser hielt endlich an einem hohen Berg. Die Jungfrau stieg aus und schritt traurig und langsam ihrem schrecklichen Schicksal entgegen. Der Kutscher sah nun, dass der fremde Mann ihr folgen wollte und warnte ihn. Der Schäfer ließ sich doch nicht abwendig machen. Als sie die Hälfte des Berges erstiegen hatten, kam vom Gipfel herab ein schreckliches Untier mit seinem schuppigen Leib, Flügeln und ungeheuren Krallen an den Füßen. Aus seinem Rachen loderte ein glühender Schwefelstrom und schon wollte es sich auf seine Beute stürzen, da rief der Schäfer, zerreißen! Und der zweite seiner Hunde stürzte sich auf den Drachen, biss sich in der Weiche deshalb fest und setzte ihm so zu, dass das Ungeheuer endlich niedersank und sein giftiges Leben aushauchte. Der Hund aber fraß ihn völlig auf, dass nichts übrig blieb als ein paar Zähne. Diese steckte der Schäfer zu sich ein. Die Königstochter war ganz ohnmächtig vor Schreck und vor Freude. Der Schäfer erweckte sie wieder zum Leben und nun sank sie ihrem Retter zu Füßen und bat ihn flehentlich, mit zu ihrem Vater zu kommen, der ihn reich belohnen werde. Der Jüngling antwortete, er wolle sich erst in der Welt umsehen, nach 3 Jahren aber wiederkommen, und bei diesem Entschluss blieb er. Die Jungfrau setzte sich wieder in den Wagen, und der Schäfer ging eines anderen Weges fort. Der Kutscher aber war auf böse Gedanken gekommen. Als sie über eine Brücke fuhren, unter der ein großer Strom floss, hielt er still, wandte sich zur Königstochter und sprach, »Euer Retter ist fort und begehrt euer Dankes nicht. Es wäre schön von euch, wenn ihr einen armen Menschen glücklich machtet,« sagte deshalb eurem Vater, »dass ich den Drachen umgebracht habe. Wollt ihr aber das nicht, so werfe ich euch hier in den Strom und niemand wird nach euch fragen, denn es heißt, der Drache habe euch verschlungen.« Die Jungfrau wehklagte und flehte, aber vergeblich. Sie musste endlich schwören, den Kutscher für ihren Retter auszugeben und keiner Seele das Geheimnis zu verraten. So fuhren sie in die Stadt zurück, wo alles außer sich vor Entzücken war. Die schwarzen Fahnen wurden von den Türmen genommen und bunte darauf gesteckt. Und der König umarmte mit Freudentränen seine Tochter und ihren vermeintlichen Retter. »Du hast nicht nur mein Kind, sondern auch das ganze Land von einer großen Plage errettet,« sprach er. »Darum ist es auch billig, dass ich dich königlich belohne. Meine Tochter soll deine Gemahlin werden. Da sie aber noch allzu jung ist, so soll die Hochzeit erst in einem Jahr sein.« Der Kutscher dankte, ward prächtige Kleider zum Edelmann gemacht und in aller feiner Sitte, die sein und mehreren Stand erforderte, unterwiesen. Bitte was? Zum Edelmann gemacht und in allen feinen Sitten
Design nunmehr was? Nunmehrigen Stand erforderte. Oh Gott. Ja, 1800 und, ne? Gut. Die Königstochter aber erschrak heftig und weinte bitterlich, als sie dies vernahm, und wagte doch nicht, ihren Schwur zu brechen. Als das Jahr um war, konnte sie nicht erreichen, als die Frist noch ein Jahr zu verlängern. Auch dies ging zu Ende und sie warf sich dem Vater zu Füßen und bat um noch ein Jahr, denn sie dachte an das Versprechen ihres wirklichen Erretters. Der König konnte ihr Flehen nicht widerstehen und gewährte ihr die Bitte, mit dem Zusatz jedoch, dass dies die letzte Frist sei, die er ihr einstattete. Wie schnell verrann die Zeit. Der Trauungstag war nun festgesetzt, auf den Türmen wehten rote Fahnen und das ganze Volk war im Jubel. An demselben Tag geschah es, dass ein Fremder mit 3 Hunden in die Stadt kam. Der fragte nach der Ursache der allgemeinen Freude und erfuhr, dass die Königstochter eben mit dem Mann vermählt werde, der den schrecklichen Drachen erschlagen hatte. Der Fremde schalte diesen Mann einen Betrüger, der sich mit fremden Federn schmückte, aber er wurde von der Wache ergriffen und in ein enges Gefängnis mit eisernen Türen geworfen. Als er nun so auf seinem Strohbündel lag und sein trauriges Geschick überdachte, glaubte er plötzlich draußen das Winseln seiner Hunde zu hören. Da dämmerte ein Lichtgedanke in ihm auf. »Brich Stahl und Eisen«, rief er so laut er konnte, und alsbald sah er die Tatzen seines größten Hundes an dem Gitterfenster, durch welches das Tageslicht spärlich in seine Zelle fiel. Das Gitter brach auf und der Hund sprang in die Zelle und zerbiss die Ketten, mit denen sein Herr gefesselt war. Daraufhin sprang er wieder hinaus und sein Herr folgte ihm. Nun war er zwar frei, aber der Gedanke schmerzte ihn sehr, dass ein anderer seinen Lohn ernten sollte. Es hungerte ihn auch und er rief seinen Hund an: »Bring Speisen!« Bald darauf kam der Hund mit einer Serviette voll köstlichen Speisen zurück. In die Serviette war eine Königskrone gestickt. Der König hatte eben mit seinem ganzen Hofstaat an der Tafel gesessen, als der Hund erschienen war und der betraulichen Jungfrau bittend die Hand geleckt hatte. Mit freundlichem Schreck hatte sie den Hund erkannt und ihm eine eigene Serviette umgebunden. Sie sah dies als einen Wink des Himmels an, bat den Vater um einige Worte und vertraute ihm das ganze Geheimnis. Der König sandte einen Boten dem Hund nach, der bald darauf den Fremden ins Königskabinett brachte. Der König führte ihn an der Hand in den Saal. Der ehemalige Kutscher erblasste bei seinem Anblick und bat kniend um Gnade. Die Königstochter erkannte den Fremdling als ihren Retter, der sich noch überdies durch die Drachenzähne, die er noch bei sich trug, auswies. Der Kutscher ward in einer tiefen Kerker geworfen und der Schäfer nahm seine Stelle an der Seite der Königstochter ein. Diesmal bat sie nicht um Aufschub der Trauung. Das junge Ehepaar lebte schon eine geraume Zeit in wonnigem Glück, da gedachte der ehemalige Schäfer seiner armen Schwester und sprach den Wunsch aus, ihr von seinem Glücke mitzuteilen. Er sandte auch einen Wagen fort, sie zu holen, und es dauerte nicht so lange, so lag sie an der Brust des Bruders. Da begann einer der Hunde zu sprechen und sagte: »Unsere Zeit ist nun um, du bedarfst unserer nicht mehr. Wir blieben nur so lange bei dir, um zu sehen, ob du auch im Glück deine Schwester nicht vergessen würdest.« Daraufhin verwandelten sich die Hunde in 3 Vögel und verschwanden in die Lüfte. Ludwig Bechstein, 1801 von 1860. Schwierig zu lesen, teilweise. Bitte? Nee, keine großen Absätze und ein geschwulstiges Geschmeiß an Wörtern. Ne? Also das Märchenbuch ist von 1847.
Speichere mir das einmal. Hunde, habe ich aber zumindest auch noch nie gehört. Das sagt einem so gar nichts. Och nö, habe ich das jetzt. Muss ich da? Tatsächlich. Ebenfalls Ludwig Bernstein, deutsches Märchenbuch, noch zu 1847, das Zitterinchen. Würde ich so, oder? Guck doch mal. Ja, Zitterinchen. Zitterinchen. Es war einmal ein armer Tagelöhner, der hatte zwei Kinder, einen Sohn mit Namen Abraham und eine Tochter, die hieß Christinchen. Beide Kinder waren noch sehr jung, als der Vater starb, und gute Menschen mussten sich ihrer annehmen, sonst wären sie umgekommen, so arm wie sie waren. Das Mädchen wurde eine herrlich aufblühte Schönheit, die nicht ihresgleichen hatte, hatte weit und breit. Abraham ward ein kräftiger Jüngling und kam durch Vermittlungen eines Gönners als Bedienter zu einem reichen Grafen. Ehe er aber von seiner Schwester schied, ließ er sich von einem guten Freund ihr Porträt malen und nahm es mit sich, denn er hatte sie sehr lieb. Der Graf war mit Abraham sehr wohl zufrieden, bemerkte jedoch öfters, dass er ein weibliches Porträt aus dem Busen zog und küsste. Er wunderte sich darüber, da Abraham still und sittsam war und kaum aus dem Hause kam. Er fragte ihn deshalb, ob das Porträt seine Geliebte vorstelle, und betrachtete sie es genauer, als Abraham sagte, es sei seine Schwester. »Ist deine Schwester so schön?« sagte der Graf. »So wäre sie wohl wert, eines Edelmanns Weib zu sein.« »Sie ist noch weit schöner«, entgegnete Abraham. Der Graf war entzückt und sandte heimlich seine Amme nach dem Orte, wo sich Christinchen befand, um sie nach seinem Schlosse zu holen. Ja, super, Wulfi. Das ist jetzt von der Armee hier. Von War Thunder ist das. Die super Überleitung. Schönen guten Abend. Dach, ihr Kriegstreiber. Was macht die Kunst? Ich habe keinen Chat. Wo ist mein Chat? Minimieren. Da. Da ist er hin. Sie hat das Lagerfeuer gesetzt und still zuhört. Siehst du, den Wagen habe ich gar nicht bemerkt. Ach, der ist ja auch gerade erst gekommen. Gute Nachtgeschichte, genau. Wir wussten, worauf ihr euch einlasst. Okay, soll ich nochmal von vorne anfangen? War noch nicht so viel. Das Zitterinchen, das erste habt ihr ja schon verpasst. Ja, Med steht links und Chai rechts. Rückt da ein bisschen zusammen auf den Holzbalken da. Ich habe leider nur zwei Lammfälle. Tut mir leid. Gut, fangen wir nochmal an. Schönen guten Abend. Kommt mal ein bisschen runter. Nimm mal den Finger vom Abzug. Zitterinchen von Ludwig Bechstein aus dem deutschen Märchenbuch von 1847. Bitte deswegen nicht wundern, wenn ich manchmal nochmal anfangen muss, weil sehr komisch geschrieben. Es war einmal ein armer Tagelöhner, der hatte zwei Kinder, einen Sohn mit Namen Abraham und eine Tochter, die hieß Christinchen. Beide Kinder waren noch sehr jung, als der Vater starb,
und gute Menschen mussten sich ihrer annehmen, sonst wären sie umgekommen. So arm waren sie. Das Mädchen wurde eine herrlich aufblühende Schönheit, die nicht ihresgleichen hatte, weit und breit. Abraham ward ein kräftiger Jüngling und kam durch Vermittlung eines Gönners als Bediensteter zu einem reichen Grafen. Ehe er aber von seiner Schwester schied, ließ er sich von einem guten Freund ihr Porträt malen und nahm es mit sich, denn er hatte sie sehr lieb. Der Graf war mit Abraham sehr wohl zufrieden, bemerkte jedoch öfters, dass er ein weibliches Porträt aus dem Busen zog und küsste. Er verwunderte sich darüber, da Abraham still und sittsam war und kaum aus dem Hause kam. Dankeschön für den Follow und der dämliche Hai, ich muss da mal wieder arbeiten, dann weiß ich nicht, warum das immer noch macht. Da Abraham still und sittsam war und kaum aus dem Hause kam, er fragte ihn deshalb, ob das Porträt seine Geliebte vorstellte und betrachtete sie genauer. Als Abraham sagte, es sei seine Schwester, »Ist das deine Schwester? So schön«, sagte der Graf, »so wäre sie wohl wert, eines Edelmannes Weib zu sein.« »Sie ist noch weit schöner«, entgegnete Abraham. Der Graf war entzückt und sandte heimlich seine Amme aus, nach dem Orte, wo sich Christinchen befand, um sie nach seinem Schlosse zu holen. Die Amme fuhr mit einem vierspännigen Wagen vor das Haus von Christinchens Pflegeeltern, grüßte sie von ihrem Bruder und sie solle mit ihr nach dem gräflichen Schloss fahren. Christinchen sehnte sich sehr nach ihrem Bruder. Ihn wiederzusehen, war sie bereit, zu folgen. Sie besaß aber ein Hündchen, das sie einst aus dem Wasser gerettet hatte. Das hieß Zitterinchen und hegte große Anhänglichkeit zu ihr. Das Hündchen sprang mit Christinchen in den Wagen. Die Amme hatte jedoch einen schlimmen Plan gefasst. Als sie am steilen Ufer eines großen Flusses hinauffuhren, machte sie Christinchen auf die Goldfische aufmerksam, die in den blauen Wellen spielten, und da Christinchen unbefangen aus dem Kutschenschlag hinaussah, stürzte sie sie in den Fluss, während der Wagen weiterfuhr. Die Amme hatte eine Base, die schon eine alte Jungfer war. Mit dieser hatte sie bereits verabredet, an einem gewissen Ort zu warten, und als der Kutscher sein Pferd drängte, stieg sie heimlich in den Wagen. Sie trug einen dichten Schleier, und die Amme unterwies sie, dem Grafen zu sagen, sie habe ein Gelübde getan, ihren Schleier innerhalb eines halben Jahres nicht zu lüften. Die verhüllte Dame ward vor dem Grafen geführt, der sie inständig bat, den Schleier zurückzuschlagen. Sie verweigerte es jedoch standhaft, und der Graf ward umso begieriger. Er vertraute der Redlichkeit seines Abrahams, der die Schwester ihm noch viel schöner geschildert hatte, als das Porträt war. Er erbot sich daher, sie zu seiner Gemahlin zu erheben. Der Priester ward gerufen und die Trauung vollzogen. Nach dieser Feierlichkeit weigerte sich die Dame nicht länger, den Schleier zu lüften. Doch wie erschrak der Graf, als er sah, Er geriet in den höchsten Zorn und ließ Abraham in ein Gefängnis werfen, trotz seiner Beteuerungen, dass diese Dame seine Schwester nicht sei. Das betrügerische Bildnis ließ er in den Rauchfang hängen. Eines Tages hatte die Bedienstete, der in den Grafenvorzimmern schlief, eine seltsame Erscheinung. Eine weiße Gestalt stand vor einem Bette und rasselte mit den Ketten. Und die Gestalt sprach in leiser, wehklagendem Ton, »Zitterinchen, Zitterinchen!« Darauf kroch das Hündchen, das bisher im Schloss geduldet worden war, unter dem Bett hervor, wo es geschlafen, und antwortete, »Mein allerliebstes Zitterinchen, wo ist mein Bruder Abraham?« fragte die Gestalt weiter. »Er liegt gar hart gefangen und liegt in Ketten und Banden«, versetzte das Hündchen. »Wo ist mein Bild? Es hängt im Rauch. Wo ist die alte Kammerfrau? Sie liegt in des Grafen Arm. Dass Gott erbarm. Nun komm ich zweimal noch und werd ich nicht erlöst, so bin ich verloren für dieses Leben.
Die Gestalt zerfloss daraufhin wie ein Nebel. Die Bedienstete glaubte geträumt zu haben und sagte seinem Herrn nichts. Von der Erscheinung... Oh Gott, wieder dieses ohne Punkt und Komma hier, das ist so... Der Bediente glaubte geträumt zu haben und sagte seinem Herrn nichts von der Erscheinung. Aber in der folgenden Nacht ward dieselbe Szene vor seinem Bette aufgeführt. Doch rasselte die Gestalt mit ihren Ketten mehr als das vorherige Mal und sagte, sie werde nun noch einmal kommen. Diesmal war die Bedienstete eine Sache gewiss. Er entdeckte den Vorgang seinem Herrn, dieser ward nachdenklich und entschloss sich, die Erscheinung zu belauschen. Er stand um die 12. Stunde hinter der angelehnten Türe des Schlafzimmers und lauschte. Endlich sah er die weiße Gestalt plötzlich in dem Dunkeln des Vorzimmers auftauchen, hörte sie mit ihren Ketteln rasseln und sprach, »Zitterinchen, Zitterinchen!« Und wo ist dein Hündchen, antwortete, »Mein allerliebstes Christinchen, wo ist mein Bruder Abraham? Er ist gar hart gefangen und liegt in Ketten und Banden. Wo ist mein Bild? Es hängt im Rauch. Wo ist die alte Kammerfrau? Sie liegt in den Grafen Arm, dass Gott sich erbarm.« Da öffnete der Graf rasch die Tür, griff nach der Erscheinung und hielt eine schwere Kette in der Hand, die in dem Augenblick sich von der Gestalt abstreifte. Die gespenstliche Erscheinung war zu einer holden Frauenbild geworden, das ihn anlächelte und das wohl Ähnlichkeit mit jenem Bilde hatte, aber es noch schöner war und weit übertraf. Der Graf ward entzückt und bat um Enträtselung des Geheimnisses. Nun erzählte Christinchen, wie die alte Amme sie argrausig ins Wasser stürzte. Die Nixen aber hatten sie mit ihren grünen Schleiern aufgefangen und sie in ihren unterirdischen Palast geführt. Sie habe eine der ihren werden sollen, haben sie jedoch geweigert und die Nixen hatten ihr endlich erlaubt, in 3 Nächten in des Grafens Vorgemach zu erscheinen. Würde sie diese 3 Male ihre Ketten nicht gelöst bekommen, so sei sie unwiderruflich verbunden, eine Nixe zu werden. Der Graf war über diesen Bericht ebenso erfreut als erstaunt. Abraham wurde seiner Haft entlassen und in die Gunst des Grafen erhoben. In denselben Kerker aber ward die böse Amme geworfen und ihre Base aus dem Schlosse gepeitscht. Christinchens Bild wurde aus dem Rauchfang genommen und der Graf trug es auf seinem Herzen. Christinchen selbst aber ward seine Gemahlin. Zitterinchen leckte schmeichelnd die Hand der Herrin, als sie ihm aber Liebkosen versprach, dass es nun gute Tage bei ihr haben sollte, verwandelte sich in eine schöne Prinzessin, die dem verwunderten Christinchen ihr Schicksal erzählte. Sie war von einem bösen Zaubererfrau verwunschen gewesen und war durch Christinchens Erlösung selbst erlöst worden. Was ist der Hund auch noch eine Prinzessin? Ludwig Beckstein, geboren 1801, gestorben 1860. Das Märchen Zitterinchen aus dem deutschen Märchenbuch von 1847. Walheim Nixen, what? Thank you for the follow. Ich würde mal ganz gerne rausgucken. Ich habe doch hier die normalen Alerts drin. Sonst muss ich mal den Wolfi interviewen. Wie der das hinkriegt. Irgendwie habe ich hier schon 100 Mal eigentlich meine eigenen Alerts drin. Mal funktionieren sie, mal funktionieren sie nicht, obwohl ich schon gesagt habe, er soll doch bitte diese Dings sein lassen, diese Variation. Aber er macht's nicht. So, wie war euer Tag? Was habt ihr gemacht? Na, ich weiß, War Thunder gespielt. War der erfolgreich? Mm-hmm.
So, ich gehe ins Bett. Gute Nacht. Ja, dann geh ins Bett. Dankeschön nochmal für den Raid und gehab dich wohl. Schlaf gar schön. So. Nee, ein Märchen. Also ich habe jetzt gerade nochmal oben angefangen. Ist nicht aus der Bibel, sondern aus dem uralten Märchenbuch. Entschuldigung fürs Unterbrechen, kein Problem. Ich hätte ja auch die Alerts ausmachen sollen. Sollte ich auch demnächst mal. Na, der Weihnachtsgeschichte? Was? Was kennst du für eine Weihnachtsgeschichte? Bin unwissend. Ja, ich glaube auch. Okay, fertig. Dann kann man jetzt auch wieder... Ja, dankeschön. Nee. Trink noch den warmen Kakao und geht. Alles klar. Dann auch Little Pumpkin. Schöne Nacht. Woher haben Sie das? Können Sie bitte nicht Sie sagen. Dankeschön. Habe ich eben mehrfach erwähnt, weil das ist auch ein Grund, warum ich es denn dann vorlesen darf. Das Ganze ist von Ludwig Bechstein. Ludwig Bechstein hat gelebt von 1801 bis 1860. Deswegen gar die gar blumigen Umschreibungen und das verwelkte Gesicht. Und also, nee, das verblühte. Argeil. Und das Ganze aus dem deutschen Märchenbuch von 1847. Also ganz alter Tobak. Und wenn man da mal drin rumguckt, finde ich das ganz, ganz gar entzückend, weil da halt viele Märchen sind, wovon ich noch nie was gehört habe. Davor hatten wir die drei Hunde, hat mir auch nichts gesagt. Auch ganz komisch irgendwie. Der schreibt immer ganz komische Enden irgendwie. Also da kommt nochmal so eine Krux, wie hier jetzt das Zitterinchen, dass der Hund auf einmal auch noch eine Prinzessin ist. Und auch jetzt auch erlöst ist. Davor waren es die Hunde, die sich dann auf einmal anfangen zu sprechen und in Vögel verwandeln und davon fliegen. Der Garten im Brunnen. Na, das hebe ich mir mal auf. Ah, liebes Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich. Wirf deine Äpfel über mich. Das kommt mir doch bekannt vor. Gott überall. Nein. Der kleine Däumling. Ist das auch von ihm? Der kleine Däumling zum Beispiel. Muss man eigentlich kennen. Ist auch von Ludwig Bechstein. Oh, und nee, das lese ich auf jeden Fall definitiv nicht mehr vor. Ich habe jetzt auch zwei Geschichten vorgelesen. Das sollte reichen. Wie gesagt, am Anfang habe ich mir noch Gedanken gemacht, wie und wann und wie oft ich das mache. Also täglich auf jeden Fall nicht. Und freitagsabends auch nicht. Freitagsabends lese ich hier keine Geschichten vor, da will jeder Party machen. Und zocken und jetzt hole ich die vom Himmel und ich will Panzer fahren. Jein. Ne, also, gibt's schon, aber ich vermarkte es ja nicht. Kaum urdeutsche Märchen. Da muss man, ja gut, waren ja eigentlich auch nur die Klassiker. Was habe ich denn da jetzt gelesen? Wo habe ich das? Bitte? Ja, Rotkäppchen und so. Also, aber wenn ich ja hier in dem Tempo weitergelesen hätte, dann... außerdem ist das halt alles Grimm, ne? Das ist halt alles Grimm, genau. Die 10. Münze, Schneewittchen, Hans im Glück, Frau Holle, Aschenputtel. Ach, da bin ich aber schon zu weit, ich wollte gerade sagen. Genau, Rapunzel, das tapfere Schleiderlein, Rotkäppchen und dann Röschen haben wir gemacht.
Damals war Grimm auf Amazon Video. Der Film Grimms hat nichts mit den Märchen zu tun, so wirklich. Das ist halt ein banaler Actionfilm, wo irgendwie alles Mögliche drin vorkommt. Ist ganz unterhaltsam, aber... Ach, die Serie. Ja gut, Serie gab es dazu auch, ja. Aber das war doch eher so dann, so wie die Hexenjäger, oder? War das nicht das? Genau, ja. ...70 Jahre nach dem Tod des Urhebers erlischt auch das, genau. Also braucht er jetzt nicht suchen, habe ich schon geguckt. Genau so ist es, 70 Jahre nach dem Tod. Und man ist auf jeden Fall verpflichtet zu sagen, von wem es ist, welche Version es ist, weil... du hast den Mist studiert. Eieiei. Was, Moment, was für ein Mist? Muss ich mal zu Ende lesen. Er liegt auch nach dem Urheberrecht darauf Anspruch zu haben. Außer, dass es frei nutzbar wird. Nee, nicht ganz. Auch kommerziell. Nein. Es sei denn, es gibt Erben des Urheberrechts, die wiederum Anspruch auf selbiges haben. Genau. Und du bist halt verpflichtet, den Namen des Künstlers zu nennen und in welcher Version du das gemacht hast. Also wie zum Beispiel hier halt, deutsches Märchenbuch von 1847. Damit ist halt ganz klar, hallo, das ist eine Version, die ist 70, über 70 Jahre alt. Wenn ich jetzt sagen würde, das ist das neue deutsche Märchenbuch von 2005 vom, was weiß ich, Springer Verlag. Nee, der macht was anderes, der macht glaube ich Zeitung, keine Ahnung, ich kenne keine Verlage, die Bücher machen. Ich lese zu wenig. Aber das wäre zum Beispiel was ich nicht vorlesen dürfte, weil die natürlich das Ganze überarbeitet haben und umgeschrieben haben. Und da die Rechte dran haben. Ich darf es kommerziell nutzen, weil es hierfür jetzt keinen gibt. Weil ich halt die Version von 1847 nehme. Die auch im Internet frei verfügbar ist. Die ich hier ja gerade frei vorlese. Und da muss ich ja auch nichts für bezahlen, sondern ich komme da einfach so drauf. Nee, nee, also es steht hier frei. Ne? Wie gesagt, es kommt auf die Version drauf an. Weil wenn ich Erbe bin von Ludwig Bechtstein, muss ich es nach 70 Jahren in einer neuen Version rausbringen. Ne? Und die darf ich dann nicht nutzen. Dürfen sich dann die Anwälte drumherum schlagen, ob man den genauen Wortlaut hat, ja oder nein. Mediendesign studiert. Ja. Das ist schön, ich kenne auch einen Mediendesigner. Ja, da kratzt er das ja nur mit an, ne? Ist ja nicht Medienrecht. Urheberrecht, genau. Einschläfernder als die beste gute Nachtgeschichte. Ja, also ist das nun mal. Das Notwendigste halt, ja, natürlich. Ja, also bitte, was für eine Rechtsprechung ist denn schon. Warte mal, habe ich das hier noch auf? Nein. Nee, ich glaube, ich habe es zugemacht. Das war dann eben lauen Paragraf sowieso und sowieso muss man dann hier und dann darf man dies und dann... Also ich habe da eben noch ein gutes halbes Stündchen nachgeschlagen und gelesen. Und das nicht auf Facebook, sondern an seriösen Quellen. Und wie gesagt, da kommt es hauptsächlich auf die Version drauf an. Deswegen ist halt auch bei mir das Problem jetzt bei der Version, die ich jetzt genutzt habe, dass das so mehr oder weniger teilweise ohne Punkt und Komma ellenlange Sätze, ne? Also ich weiß nicht, 1, 2, 3, 4, 5 Spalten und dann ist ein Punkt. Es gibt auch keine Absätze hier groß, ne? Sondern ein Absatz hat, weiß ich nicht, 30 Zeilen teilweise hier. Selbstjustiz, was? Thank you.
ein Buch, was in Gefangenschaft geschrieben wurde. Heute leider bei Leuten noch aktuell ist. Okay. Finde es heraus. Ich weiß nicht. Der Märchenkreis. Ah, oder der Herr Gandhi. MK von AHA. Gut. Politisch motiviertes Buch, ja. Ah, so, Tasse ist leer. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Ruhe gefunden. Ich werde jetzt ganz das Gegenteil tun. Ich werde jetzt Need for Speed auspacken. Und werde noch so etliche Runden heizen. So, Need for Speed Underground 2. Gute Nacht. Okay, dann gute Nacht. Ich werde jetzt einfach mal hier nochmal ändern. Lalalala. Den Abend ausklingen lassen. Heizen. Upsa. Heizen durch die Stadt. Need for Speed. Wo ist es? Take this one. Fertig. So, damit das mit dem VOD und so weiter schön alles harmonisch ist, werde ich mal ganz kurz den Stream stoppen und dann wieder neu starten. Also würde mich freuen, wenn ihr noch einen Moment dabei bleibt. Bis gleich. Mach's gut. Gut's nicht. Jo, nun ganz. Jormungandr 809. Bitte schön.